Gut, ja, herzlich willkommen. Die Reihen füllen sich so langsam, aber natürlich nicht ganz. Das ist ja auch besser so, dass wir alle mit Abstand hier sitzen. Herzlich willkommen im Freiluftkino in der Hasenheide zu der Veranstaltung von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Herzlich willkommen an alle großen und kleinen Besucherinnen hier im Freiluftkino und auch an alle im Fernsehen, denn das Ganze wird übertragen für Alex TV, der offene Kanal in Berlin, und auch in, per Livestream auf Facebook über mehrere Kanäle, Verdi, BUND, also der Paritätische. Das heißt, es wird sehr, sehr breit gestreut. Mein Name ist Ines Schwertner. Ich bin Chefredakteurin des Jacobin Magazins. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass wir Medienpartner sein dürfen für diese tolle Veranstaltung hier, die da heißt Gemeinwirtschaft statt Marktradikalismus. Wie könnte eine andere Welt aussehen nach Corona? Und wir haben ein ziemlich großartiges Podium hier, nämlich eine breite zivilgesellschaftliche, eine zivilgesellschaftliche Breite, viele verschiedene Gruppen. Ich würde euch kurz vorstellen. Und dann gehen wir über in die Diskussion, nämlich darüber, wie denn tatsächlich diese Wohnungskrise oder auch überhaupt die Krise, die Corona-Krise, denn anders zu lösen sein könnte, nämlich für die Gesellschaft und für die Menschen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, dass am Donnerstag tatsächlich die juristische Prüfung durchgegangen ist. Und das heißt, das Volksbegehren zumindest juristisch durchkommen muss und jetzt der Senat dran ist und eine Stellungnahme abgeben muss, wie das Ganze denn jetzt politisch umzusetzen ist. Das heißt, ein großer, großer Meilenstein ist jetzt, dafür können wir definitiv mal klatschen. Ein großer Meilenstein, schon seit Jahren arbeitet ja die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen daran, dass dieses Volksbegehren kommt. Jetzt ist der nächste große Meilenstein also geschafft und die Fragen sind aber eigentlich größer geworden, die Probleme sind auch größer geworden. Die Corona-Krise hat eigentlich noch mal viel mehr auf die Tagesordnung gesetzt, dass ja nicht nur das Wohnen gesellschaftlich ein Recht ist, dass man ein Recht auf Wohnen hat, sondern dem auch ein Recht auf Gesundheit hat beispielsweise oder ein Recht auf Versorgung mit Grundwasser und so weiter. Das heißt, es geht um viel, viel mehr Lebensbereiche, die vielleicht vergesellschaftet gehören. Und die Frage ist natürlich, wen müsste man da vielleicht enteignen oder wieso, warum sollten wir das tun? Darüber sprechen wir heute und ich freue mich sehr, dass hier sind. Ich fange mal an von links nach rechts von meiner Seite aus. Olaf Band, der Vorsitzende des BUND. Herzlich willkommen. Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Auch herzlich willkommen an Sie. Dann weiter da drüben. Wir sind heute, das Podium ist wirklich sehr weit voneinander entfernt, aber wir kriegen das hin. Joanna Kusiak von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Susanne Feldkötter, stellvertretende Landesbezirksleiterin von Verdi Berlin-Brandenburg. Hallo. Und von mir aus ganz, ganz weit links, nicht politisch, aber zumindest hier, man weiß es nicht, Rainer Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Ja, herzlich willkommen an Sie alle. Wir werden eine kleine Diskussionsrunde starten hier unter uns, ganz privat. Und dann später allerdings können auch Fragen aus dem Publikum gestellt werden. Also stellt euch mental darauf ein. Ihr müsst nicht jetzt zwischenquatschen, sondern es kommt dann noch eine Fragerunde und ihr könnt dann gerne noch Fragen stellen. Aber zu Beginn, also ich habe ja schon gesagt, es ist ja ein sehr breites Podium eigentlich, die nicht alle mit der Wohnungskrise zu tun haben, aber da kommen wir gleich noch später nochmal zu. Wir wollen erstmal doch ganz konkret sprechen und deswegen geht die erste Frage direkt an Sie, Frau Feldkötter von Verdi. Denn Verdi Berlin-Brandenburg unterstützt ja das Volksbegehren. Warum unterstützen Sie das? Warum, was bringt das den Beschäftigten in der Wohnungsbranche oder auch generell? Warum ist es wichtig für die Gewerkschaft, das zu unterstützen? Ja, erstmal hallo meinerseits. Ich grüße alle recht herzlich und freue mich, heute hier zu sein. Freue mich auch, die Verdi-Mitglieder in Berlin-Brandenburg zu unterstützen, denn die haben den Beschluss gefasst, dass sie diese Initiative unterstützen.
Warum unterstützen wir das? Wir haben in den letzten Jahren auch als Gewerkschaft wirklich gute Lohnerhöhungen erzielt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie kommen nach Hause, gucken auf die Lohnabrechnung und sagen, Schakka, wir haben gestreikt, wir haben was geschafft. Und dann mit der gleichen Post zwei Tage später kommt der Brief vom Vermieter, da heißt es Mieterhöhung oder, es kann ja noch schlimmer gehen, die Bitte doch sich zu überlegen, ob man nicht ausziehen möchte. Diese Entwicklung, die ist mittlerweile in Berlin an der Tagesordnung. Das ist nichts Neues, sondern ich denke, wenn ich jetzt hier mal in die Runde oder auch in die Runde da draußen fragen könnte, wie viele Menschen kennt ihr, die in den letzten Jahren von ihren Vermietern rausgemobbt wurden, in Anführungsstrichen, oder gebeten wurden zu gehen. Wie viele Menschen kennt ihr, die in Rente gehen und sagen, ich muss aus meiner Wohnung ausziehen, ich kann das nicht mehr zahlen mit meiner knappen Rente. Und genau diese Menschen, das sind unsere Mitglieder. Das sind unsere Mitglieder, die davon betroffen sind, dass sie wirklich Tariferhöhungen erstreiken. Und zwar, das geht ja nicht einfach so, ich sage, ich will mehr Geld haben, sondern das ist ein harter Kampf zum Teil. Und das geht auch wirklich an die Substanz unserer Mitglieder. Und im nächsten Atemzuge wird das auf der anderen Seite wieder weggenommen. Das ist ein Zustand, den wir einfach nicht, der nicht haltbar ist auf Dauer. Und da haben unsere Mitglieder gesagt, okay, wir als Verdi wollen das unterstützen. Wir fassen einen Beschluss, der Bezirk Berlin hat einen Beschluss gefasst. Wir sind an den Gewerkschaftsrat herangetreten. Wir haben gesagt, wir beteiligen uns an dem Volksbegehren, weil es genau das ist, was wir auch sehen. Weil wir wollen, dass Menschen einfach ein lebenswertes Leben haben. Das gehört mit zur Daseinsvorsorge, dass ich weiß, ich kann von meinem Geld leben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich habe eine sichere Wohnung und das nicht nur für die nächsten zwei Jahre, sondern auch mein ganzes Leben lang. Und da hat es Entwicklungen gegeben. Ich meine, jeder von uns kann sich umgucken. Die Eigentumswohnungspreise oder auch die Mietpreise, die sind nicht mehr für die Krankenschwester oder für die Verkäuferin, sondern die sind für eine ganz andere Art der Bevölkerung. Das können wir nicht zulassen, weil es natürlich auch unser Leben verändert und wir auch tatsächlich die Betroffenen sind, beziehungsweise die Mitglieder unserer Organisation an dieser Stelle wirklich betroffen sind und gesagt haben, wir unterstützen das, weil wir betroffen sind. Ja, Herr Wild, Sie vom Berliner Mieterverein unterstützen ja auch die Vergesellschaftung von großen Immobilienkonzernen. Jetzt gibt es ja eigentlich schon landeseigene Gesellschaften, die auch vermieten. Was wäre denn jetzt der Unterschied? Also wenn man tatsächlich enteignet und größer vergesellschaftet, was wäre der Unterschied zu dem Jetztstand? Naja, also zunächst mal geht es darum, den Anteil der Wohnungswirtschaft, die gemeinwohlorientiert arbeitet, zu erhöhen. Das ist erstmal der wesentliche Punkt, der mit dieser Initiative ja gestartet wird. Und dann muss man in einem zweiten Schritt gucken, wie kann denn, sollte es denn erfolgreich sein, tatsächlich auch eine Wohnungswirtschaft aufgebaut werden, in der zum Beispiel die Betroffenen, also die Mieter, einen höheren Stellenwert bei der Bewirtschaftung bekommen. Weil wir haben ja heute auch schon bei den städtischen Wohnungsunternehmen durchaus Probleme bei der Beteiligung der Mieter. Zum Beispiel im Rahmen der Bewirtschaftung, eine echte Mietermitbestimmung gibt es nicht. Anders als wir das aus dem Arbeitsbereich kennen, ist das ja im Wohnbereich leider nicht der Fall. Wir haben mietrechtliche Ansprüche, aber aus unserer Sicht zu wenig. Also es ist eine Chance, eine riesige Chance, wenn tatsächlich es zu dieser Vergesellschaftung kommt, auch tatsächlich die Bewirtschaftung dieser Bestände in bessere Hände zu bekommen, die Nutzer daran zu beteiligen. Letztendlich heißt es, ein Wohnungsbau unter Gewinnverzicht. Und der soll Rahmen schaffen für besseres, sicheres Wohnen. Das steht eindeutig im Fokus dieser Initiative. Und deswegen unterstützen wir was. Wir brauchen einen Richtungswechsel. Keine Frage, die Probleme sind eben angesprochen worden. Wir haben über Jahre teure Modernisierung gehabt, wo die Leute verdrängt wurden. Wir haben Mieterhöhungen gehabt, die zu einer immer höheren Wohnkostenbelastung geführt haben. Und wir haben sogar Verdrängungen durch Eigenbedarfskündigung und ähnliches mehr. Und weil das so zugenommen hat in einem sich ständig weiter privatisierten Wohnungsmarkt, ist es eben geboten, jetzt endlich einen Richtungswechsel vorzunehmen. Und diese Initiative stützt diesen Richtungswechsel und deswegen machen wir da mit. Sehr gut. Ja, und diese Veranstaltung geht übrigens auf eine Broschüre zurück, die heißt Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft. Die ist auch da vorne zu erhalten an diesem Infotisch. Da solltet ihr dann am Ende der Veranstaltung nicht alle auf einmal raufgehen, aber dann mit Abstand diese Broschüre mitnehmen. Und ihr habt sie geschrieben, Joanna,
und schreibt da drin, ihr wollt gegensteuern gegen den finanzmarktgetriebenen Kapitalismus oder die Globalisierung. Das ist jetzt sehr groß. Was bedeutet das denn konkret tatsächlich zu vergesellschaften oder eine Gemeinwirtschaft anzustreben? Guten Tag. Ich werde heute vielleicht ein bisschen persönlich anfangen, weil es ist für mich heute das erste Mal, dass ich Deutsche Wohnen und Co. enteignen auf dem Podium vertrete, aber nicht das erste Mal, dass ich auf dem Podium über Finanzspekulation und Wohnungsmärkte rede. Ich bin eine Stadtsoziologin an der Universität Cambridge und ich forsche auch zu Wohnungskrisen und Eigentumssysteme. Und meine wissenschaftliche Karriere in Stadtforschung habe ich eigentlich auch Berlin zu bedanken. Ich kam hier vor 13 Jahren als Studentin aus Polen, ohne viel Geld. Und ich habe mich sofort in die schnoddrige Herzlichkeit dieser Stadt verliebt. Berlin hat eine Schnauze, bleibt aber immer solidarisch. Und es waren tatsächlich auch damals die Berlin bezahlbaren Mieten, die es mir ermöglicht haben, eine sehr experimentelle Dissertation zu schreiben und auch berufliche Risiken ohne finanzielle Sicherheit einzugehen. Und für mich diese Verknüpfung von Gemeinwohl und Freiheit, dass wir hier in Berlin die individuelle Freiheit und Gemeinwohl nicht gegeneinander ausspielen, sondern wirklich zusammendenken, das war schon immer Berlin für mich. Und für diese Berlin Way, die auch Gemeinwirtschaft einbezieht, bin ich bereit zu kämpfen. Und deswegen habe ich mich jetzt auch ein Jahr frei von Uni Cambridge genommen, um wirklich hier bei der Vergesellschaftungskampagne mitzumachen. Und gleichzeitig durch meine Forschung weiß ich, dass die Möglichkeiten demokratischer Vergesellschaftung, die wir hier in Berlin dank Artikel 15 Grundgesetz haben, die sind wirklich auf globaler Skala einzigartig. Also sowas gibt es in London oder New York einfach nicht. Wir haben die Möglichkeit, finanzgetriebene Globalisierung radikal und gesetzmäßig an der Wurzel zu packen und damit auch ein Vorbild der neuen Gemeinwirtschaft zu schaffen. Und es gibt prinzipiell drei Gründe, warum Vergesellschaftung eine richtige Lösung ist. Erstens, Vergesellschaftung versichert, dass das Geld der Berliner wirklich für Berlin arbeitet. Also im Moment fließt einfach unglaublich viel Geld aus Berlin ab. Die Aktionäre von Deutsche Wohnen, Vonovia und so weiter, die wohnen in New York oder Dubai, haben meistens mit Berlin gar nichts zu tun. Und das bedeutet, dass das Geld von unseren Mieten, das Geld, das aus unseren Arbeitslöhne stammt, zirkuliert nicht in dieser Stadt und unterstützt nicht die Berliner Wirtschaft. Und Vergesellschaftung kehrt dieses Geldabfluss um. Und wenn uns die Immobilienlobby sagt, dass Vergesellschaftung schlecht für die Wirtschaft ist, dann muss man dabei mindestens zwei Sachen beachten. Also erstens, Wohnen ist ein Grundrecht. Und zweitens, selbst wenn man Immobilien als Kapital sehen will, dann Vergesellschaftung zerstört dieses Kapital nicht, sondern sie entfernt den spekulativen Anteil und nutzt es für das Gemeinwohl. Und selbst mit niedrigeren Mieten schöpfen die vergesellschafteten Wohnungen weite Wert. Nur bleibt dieser Wert in einem regionalen Kreislauf. Und es ist auch widersinnig zu denken, dass Vergesellschaftung Neubau entgegenwirkt. In Wirklichkeit ist es sogar umgekehrt. Also Vergesellschaftung mobilisiert für Neubau das Geld, das jetzt als diese Dividenden aus der Stadt abfließt. Und wenn man dann gemeinwirtschaftlich viel baut, dann entstehen nicht nur neue Wohnungen, aber auch neue Arbeitsplätze, damit größere Steuereinnahmen, also dann langfristig auch bessere Gesundheitssysteme oder mehr Kita-Plätze. Und das genau meinen wir mit regionalen Wirtschaftskreislauf und mit Deglobalisierung.
Es geht einfach nicht darum, dass Berliner Geld sinnlos auf der Planete rotiert. Es geht darum, dass Berlin Geld für Stadt Berlin auch arbeitet. Und zweitens, Vergesellschaftung schafft tatsächlich auch eine menschenfreundliche Wirtschaft. Das fängt mit bezahlbaren Mieten an, ist aber darauf nicht begrenzt. Das bedeutet auch faire Arbeitsbedingungen für die, die im Wohnungssektor arbeiten. Frau Feldköthe kann bestimmt bestätigen, keine der großen Wohnkonzerne ist tarifgebunden im Moment. Und auch bei Deutsche Wohnen und Co., da sieht man kaum einen Hausmeister, das sind immer so Outsourcing-Callcenters. Und das gerade in diesen schweren Corona-Zeiten ist auch besonders wichtig, dass Vergesellschaftung schafft stabile Arbeitsplätze in Berlin, vor allem in Dienstleistungen, im Bausektor und auch so ein bisschen menschliche Sensibilität statt diesen kalten Renditendruck. Und drittens, Vergesellschaftung ist auch umweltfreundlich. Vergesellschaftung von über 250.000 Wohnungen in Berlin würde es erlauben, Berliner Wohnsystem wirklich auf einer großen Skala ökologisch umzugestalten. Also schon jetzt die landeseigene Wohnunternehmen, die experimentieren mit Solaranlagen auf dem Dächer zusammen mit Berliner Stadtwerken. Sie erzeugen Mieterstrom. Das könnte jetzt nochmal auf eine größere Skala gemacht werden. Und auch die Erfahrung von Genossenschaften zeigt, dass auch energetische Sanierung nicht auf Kosten einzelner Mieter gemacht werden muss. Weil tatsächlich umweltfreundlich und menschenfreundlich wollen wir in Berlin auch nicht gegeneinander ausspielen. Es ist einfach nicht so, dass ökologisches Leben unbezahlbar sein muss. Das darf auch nicht so sein. Ein ökologisches Leben soll ein Massenphänomen werden und das fängt auch mit der Wohnung an. Und wenn man auch sieht, wer am meisten mit ökologischen Baumaterialien experimentiert, da sind auch immer die Kommunen. Also Wien ist hier ein prominentes Beispiel. Also, ganz zum Schluss, wenn uns die große Wohnkonzerne sagen, dass wir hier in Berlin auf Betongold sitzen, dann sollen wir dieses Betongold vergesellschaften und auch nachhaltig bewirtschaften. Lass uns dann in Berlin mit dieser arm, aber sexy wirklich Schluss machen. Es soll klug und solidarisch sein. Das ist Berlin für mich, das ist Gemeinwirtschaft und übrigens ist es auch sexier. Danke. Das Motto war vielleicht wirklich auch nie wirklich cool, ne? Das war eigentlich ein schlechtes Motto. Aber wir gehen nochmal wir sprechen über die Gemeinwirtschaft nochmal übers Wohnen hinaus. Ihr habt das ja jetzt auch schon angedeutet, dass es eben den Wohnungsbereich jetzt ganz akut betrifft in Berlin, aber eigentlich darüber hinausgeht. Herr Schneider, Sie als Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes haben zusammen mit dem BUND einen Beitrag verfasst, der diesen Mai in der FAZ erschienen ist. Ich darf zitieren. Soziale Dienstleistungen, Gesundheit und Pflege haben ihre Ursprünge im Non-Profit-Sektor. Erst in den vergangenen 3 Jahrzehnten wurde ein Schwenk zum freien gewerblichen Markt vollzogen mit dem Versprechen, Wettbewerb und Gewinnorientierung würden zugleich das Leistungsniveau erhöhen und die Kosten senken. Ein Versprechen, das sich nicht erfüllt. Heißt das also auch, dass wir im Gesundheitswesen vergesellschaften müssen? Nicht zwingend vergesellschaften, das ist nicht unser Punkt. Unser Punkt ist, dass wir dort, wo menschliche Grundbedürfnisse befriedigt werden müssen. Ein bisschen mehr. Dort, wo menschliche Grundbedürfnisse befriedigt werden müssen, dort, wo Menschen auf Produkte angewiesen sind, sei es Wasser, sei es Energie, sei es Wohnen, dass hier, sagen wir mal, die Profitorientierung schlechterdings versagt hat. Sie hat in den letzten Jahren insofern versagt, dass sie nicht in der Lage ist, die Menschen mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Sie hat versagt insofern, als dass gerade bei Energie und Wasser die Preise zum Teil wirklich weggeschossen sind. Sie hat versagt, wenn ich mir den Bereich Pflege angucke, wir das Pflegesystem dadurch, dass wir es marktgängig machen wollten, wirklich in einer Weise verunstaltet haben,
ja, dass eine vernünftige Pflege kaum noch möglich ist. Und das ist für uns der Punkt, dass wir sagen, was ist der Wesenskern des Kapitalismus? Der Wesenskern des Kapitalismus und des Neoliberalismus ist eine Gewinnorientierung, die also selbst Gier zu einem völlig normalen Charakterzug werden lässt. Und da sagen wir, das haut nicht hin. In dem Moment, wo wir das zulassen, wo wir sagen, wo keine Grenze mehr gezogen werden kann, und sie kann wahrscheinlich systematisch auch nie gezogen werden, zwischen Profitinteressen und Gier und Bereicherung und wirklich auspressen und einfach nur sehen, was kann ich aus Systemen rausholen. In dem Moment, wo diese Grenze nicht mehr gezogen werden kann, machen wir Pflege, machen wir Gesundheit, machen wir Wohnen, machen wir auch Umwelt kaputt. Und deswegen sagen wir, nein, so geht es nicht weiter. Was können wir dem profitorientierten Sektor entgegensetzen? Das ist für uns, wir haben es vorhin schon gehört, die Gemeinnützigkeit. Es ist der Verzicht auf Gewinnentnahme. Und zwar rigoros, auch nicht ein bisschen gemeinnützig. Also wir haben ja im Moment auch so Diskussionen mit Verantwortungseigentum und anderem. Da heißt es, wir sind ja alle gemeinwohlorientiert, aber ein bisschen können wir da nehmen oder ist doch nicht so schlimm, so 3% müssen noch drin sein. Nein, Gemeinnützigkeit heißt für uns absoluter Verzicht. Wer im gemeinnützigen Sektor arbeitet, der darf auch keine unverhältnismäßigen Vergütungen erlangen. Und wenn uns dann immer entgegengehalten wird, guckt euch doch an, was bei der AWO in Hessen passiert ist, guckt euch an, der Maserati-Fahrer in Berlin sagt, ja eben, offensichtlich funktioniert. Wer im gemeinnützigen Sektor mit Maserati durch die Gegend brettert, fällt auf. Ein Banker wird sich da schlapp lachen, als eine alte Karre da durch die Gegend fährt. Und wer bei uns in unserem Sektor 200.000 im Jahr nach Hause geht, dafür fängt ein Sparkassendirektor nicht mal an. Also es funktioniert ja offensichtlich. Wir haben ein besonderes Ethos im gemeinnützigen Sektor. Wer dagegen verstößt, fällt auf, wird abgestraft und so soll es auch bleiben. Und wir denken, wenn wir uns daran orientieren, dann kommen wir auch wieder zu anderen Finanzierungsstrukturen, die Pflege beispielsweise. Dann kommen wir wieder dahin zu fragen, was braucht eine Pflegeeinrichtung an Personal? Wie viel Geld braucht man für Personal, wenn es auch gut bezahlt werden soll? Und das Geld wird zur Verfügung gestellt. Aber wir haben dann nicht mehr solche Systeme, die jetzt in dieser kapitalistischen Produktionsweise von Pflege nötig sind, zwangsläufig, wo man den Menschen ja klein hackt in kleine Wäsche, große Wäsche, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme und so weiter, das Ganze mit Preisen versieht. Also man muss sich vorstellen, Pflegebedürftigen können sich vorstellen, als rennt er mit lauter Preisschildern rum. Fütter mich 3,80, wasch mir die Wäsche 5,20. Der Mensch wird wirklich verpreislicht. Und wir sind nicht mehr in der Lage, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, der Pflege. Wenn eine Pflegekraft morgens in ein Zimmer kommt, wo ein demenzkranker Mensch liegt, dann kann sie nicht sagen, wie lange sie braucht. Weil man auch nicht weiß, wie dieser Mensch geschlafen hat. Weil er nicht weiß, wie gut er drauf ist oder wie schlecht er drauf ist. Und man sich einfach erstmal daneben setzen muss, und einfach mal die Hand halten muss. Man weiß nicht, wann man rauskommt aus dem Zimmer. Das ist bei der neoliberalen Bewirtschaftungsweise von Pflegeeinrichtungen aber nicht möglich. Die Person muss nach 10 Minuten draußen sein, sonst rechnet sich nichts. Sie wird auch nicht fertig sonst. Und wenn wir wirklich zu vernünftigen Versorgungsstrukturen kommen wollen, in der Gesundheit, in der Pflege, in der Bildung, in der Beratung, Wohn, Umwelt, dann sind wir davon überzeugt, dann brauchen wir eine Renaissance der Gemeinnützigkeit. Wir waren oft als Gemeinnützige viel zu bescheiden. Wir haben immer gesagt, Vorrang hat der Wettbewerb und wir machen so eine Nische. Da sind die Gutmenschen, die verzichten. Das ist falsch. Wir sind mittlerweile zur Erkenntnis gekommen, nachdem der Neoliberalismus wirklich so viel zerstört hat, dass die Gemeinnützigkeit den absoluten Vorrang braucht. Wir haben hier ein neues Selbstbewusstsein für uns geschaffen, als Wohlfahrtsverbände, auch im Paritätisch ganz stark. Wir wollen Gemeinnützigkeit als echte Alternative zu einer, zum Profitfetisch, der im Moment Wirtschaften beherrscht. Und dafür wollen wir kämpfen und wir glauben, dass auch nur so wir Strukturen langfristig im Sozialen in den Griff kriegen. Jetzt ist die Sache ja sogar noch etwas schlimmer und Sie, Herr Band vom BUND, sagen das ja auch nicht erst seit gestern und alle Naturschutzverbände sagen das ja auch schon lange, dass eigentlich der Klimakollaps, der auch durch die profitgetriebene Art des Wirtschaftens sich jetzt nochmal viel schneller geworden ist, als man sich das hätte vorstellen können, dass auch dieser uns jetzt einholt. Und jetzt ist es aber sehr besonders, dass Sie beide ja gemeinsam in diesem Beitrag sagen, wir wollen mehr Gemeinwirtschaft wagen. Das ist ja schon etwas Neues, dass Sozialverbände, das Paritätische, also der Paritätische mit dem BUND so einen Beitrag verfasst.
Was ist denn dann aus Ihrer Sicht, wozu braucht es Gemeinwirtschaft, um die Klimakrise abzuwenden? Was ist dieser Aspekt da drin? Na, wir haben ja im Moment im Kern drei große Krisen. Einerseits schon lange erkannt die Klimakrise mit den langsam steigenden Temperaturveränderungen, mit Katastrophen, mit vollkommen Veränderungen in den Wasserständen, auch hier in Deutschland. Das ist nicht eine ferne Krise. Wir haben das Massenaussterben von Arten. Der Weltbiodiversitätsbericht vor wenigen Tagen nochmal attestiert uns, wir sind dabei, die Lebewesen und die Lebensräume auf der Erde zu radieren. Und wir haben dann noch mittendrin Corona. Und dann haben wir gesagt, als Paritäter und BUND, da steckt doch was Gemeinsames als Ursache dahinter, was da passiert, so zu dem, wie man heute hier in Berlin und anderswo arbeiten muss und wohnen muss. Aber auch zum Beispiel, ich bin gerade in der von der Bundesregierung berufenen Landwirtschaftskommission. Auch da ist es so, dass die Bauernverbände, die da sitzen, sagen, sie können unter den derzeitigen Marktverhältnissen und bei den Boden- und Pachtpreisen eigentlich keine Landwirtschaft mehr betreiben auf den landwirtschaftlichen Böden, weil die Pachtpreise und die Bodenpreise so hoch sind, Finanzmarktkapitalismus, ja, im Sinne von Investoren, dass man mit normaler Landwirtschaft und schon gar nicht mit einer Landwirtschaft, die den Boden und die Erde und die Lebewesen und den Klimaschutz achtet, dass man damit nicht mehr arbeiten kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir suchen was Gemeinsames, was uns verbindet in den sozialen und ökologischen Interessen. Und das ist dieser Gedanke Wirtschaft, so eine Art neue Software für die Wirtschaft zu entwickeln. Nicht mehr eine Wirtschaft, die immer mehr und immer mehr zu immer besseren Profiten organisiert, sondern die den Menschen und seine Bedürfnisse und die Gemeinschaften im Mittelpunkt hat und damit eine Absicherung für Menschen schafft und tatsächlich auch soziale Fragen damit lösen kann, sicheres Wohnen, gute Arbeit, aber eben auch ökologische Fragen. Und wir wollen uns nicht auseinanderdividieren lassen. So, und dann bin ich auf Ihre Webseite gestoßen und auf das, was Sie machen, und fand es faszinierend. Und dann habe ich gehört, die größte Empörung in Berlin, oh, da wollen Sie enteignen. Ja, der Umwelt- und Naturschutz ist seit Jahrzehnten das größte Opfer von Enteignungen in Deutschland. Das ist ein normaler Mechanismus. Beim BUND ist es zum Beispiel so, dass wir zufälligerweise fast an sämtlichen Autobahnneubauten oder auch an manchen Braunkohletagebauen, die neu erschlossen werden sollen, zufälligerweise ein Grundstück haben. Und immer ist es ein ganz standardmäßiger Ablauf der Enteignung. Es ist eine Tradition in Deutschland, ein festes Verfahren. Der Andi Scheuer als Verkehrsminister ist der Bundesenteignungsminister. Ja, und dann sieht das ganz anders aus und das ist normal. Aber diese Situation passt eben nicht mehr in das Jahr 2020. Das ist ein Verhalten, ein Mechanismus, der aus den 60er Jahren und dazu schaffen konnte, passen konnte, Wohnraum zu schaffen oder Mobilität möglich zu machen. Wir brauchen heute einen Umbau der Mobilität, wir brauchen heute einen Umbau der Landwirtschaft und der Energieversorgung und wir brauchen energetische Gebäudesanierung, damit wir die Klimaziele von Paris erreichen können. Und wir dürfen uns zwischen Mieterbewegung und Umweltbewegung da nicht auseinander dividieren lassen und wir müssen das gemeinsam erfinden, was Gemeinschaft heute sein kann. Jetzt hat ja die Corona-Krise die Fragen, wie ich schon gesagt hatte, eben nochmal viel, viel drängender gestellt. Und jetzt ist sogar klar geworden, dass Kassiererinnen oder dass Pflegerinnen besonders systemrelevant sind. Also wir haben plötzlich darüber gesprochen, was bedeutet es eigentlich, systemrelevant zu sein. Und trotzdem ist daraus jetzt nichts passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass es wurden vielleicht die schlimmsten Sachen, die schlimmsten Gefahren wurden vielleicht abgewendet, aber Sie alle haben ja auch schon angemahnt, dass die Ärmsten eigentlich immer noch darunter zu leiden hatten und dass trotzdem Menschen Sorge haben um ihre Zukunft und dass diese Systemrelevanz, die so deutlich geworden ist, plötzlich aber doch gar nicht so viel verändert hat. Also was braucht es jetzt? Viele haben die Krise ja als Chance begriffen. Es scheint aber so zu sein, als wenn wir einfach diesem Status quo der Austerität so weiter entgegengehen. Was braucht es jetzt gerade am Ausgang oder weiterhin in dieser Corona-Krise? Was wären Ihre Perspektiven dann im Einzelnen da drauf? Vielleicht Frau Feldkötter zuerst, weil die Pflegeberufe und die Kassiererinnen ja in Ihren Bereich fallen. Ja, genau. Die Kassiererinnen und die Pflegeberufe fallen in unseren Bereich.
vor der Corona-Krise war es so, dass wir wirklich ganz laut geschrien haben, mehr von uns ist besser für alle. Wir haben gesagt, Mensch Leute, ihr könnt doch die Kassiererin nicht 24 Stunden rund um die Uhr ohne Tariflohn arbeiten lassen. Plötzlich gibt es Corona und plötzlich stehen Menschen auf den Balkons und klatschen, haben aber vorher nichts davon mitgekriegt, dass wir jahrelang genau diese Gruppe versucht haben zu mobilisieren und auch eine Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, die einfach ignoriert wurde. Ich sage das einfach mal vorweg, weil ich glaube, dass Corona auch an bestimmten Punkten einfach sowas wie ein Brennglas ist. Also Corona hat uns einfach gezeigt, an welchen Stellen unsere Gesellschaft sehr porös ist, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Unter anderem natürlich auch porös an einem ganz anderen Punkt. Es gibt Menschen, die verfügen über 200, 300, 400 Quadratmeter Häuser irgendwo am Stadtrand. Und es gibt alleinerziehende Mütter, die verfügen über 45 Quadratmeter mit zwei Kindern. Nun arbeiten sie mal zu Hause, die einen so, die anderen so. Das zeigt eigentlich, in welcher gesellschaftlichen Schere wir uns befinden. Und diese Schere können wir nicht auflösen, indem wir einfach immer so weitermachen, sondern wir müssen an dieser Stelle irgendwann mal einen Break machen und müssen sagen, so Leute, jetzt gucken wir mal, was wäre vernünftig. Und vernünftig in Berlin und auch am Stadtrand und auch für Brandenburg ist einfach eine neue Wohnungspolitik. Eine Politik, die es möglich macht, dass eine Verkäuferin, eine Krankenschwester, jemand, der einen ganz normalen Beruf hat, einfach in der Lage ist, eine Wohnung zu bekommen. Und wir haben als Gewerkschaften ja schon in den 20er Jahren, man sieht es zum Beispiel die Onkel Tom Siedlung oder ich denke die Architekturfans unter uns kennen noch mehr Beispiele darüber. Auch genau dort haben wir als Gewerkschaften schon mal gezeigt, dass das ein Weg ist. Das genossenschaftliche Wohnen ist ein Weg. Es wäre aber auch ein Weg, zum Beispiel, ich gebe jetzt mal Beispiele, die geben die anderen bestimmt auch gleich noch, dass wenn städtische Grundstücke vergeben werden, warum ist das, geben wir ein Höchstgebietergebot? Warum sagen wir nicht, wir bevorzugen sozialen Wohnungsbau? Warum bevorzugen wir nicht einfach Mieterinitiativen, Menschen, die gemeinsam Häuser bauen wollen? Wir kennen das aus der Hausbesetzerbewegung, als Kleingenossenschaften. Genau diese Bewegung würde uns eine neue Stadt schaffen. Keine Stadt von Menschen, die mit Maseratis und großen Autos, mit großen Wohnungen in, ich sage jetzt mal, Charlottenburg und anderen Vierteln, wo die Gentrifizierung Neukölln, wo die Gentrifizierung ganz stark einhergeht, sondern wir brauchen einfach neue Ideen. Und das ist eine neue Idee, einfach die Politik umzustellen, und zwar radikal. Und da lassen wir uns auch gegenseitig nicht von den einzelnen Gruppen ausspielen. Wir können nicht sagen auf der einen Seite, okay, das, was ihr wollt, das ist ja völlig unökologisch, denn ökologische Ideen gibt es genug. Es ist nur die Frage der Umsetzung. Das ist das sehe ich so. Und auf der anderen Seite müssen wir eigentlich auch alle gemeinsam diesen Weg gehen. Wir müssen einen neuen Weg gehen, der ist, der geht jetzt einfach mal weg von den alten Gedanken, die wir hatten. Aber genau an dieser Stelle müssen wir uns zusammentun und gemeinsam stehen. Und dafür stehen wir auch in Verdi. Deshalb unterstützen wir diese Initiative. Danke, ich stimme auf jeden Fall zu. Also wir müssen die neue Wege zu finden, und es ist auch toll, dass wir für diese neue Wege diese alte rechtliche Instrumente zu haben. Und ich denke, dass tatsächlich nicht nur für Wohnungssektor, wie wir vorschlagen, aber auch für andere Sektoren oder für Natur ist diese Artikel 15 wirklich etwas ganz Besonderes und die Idee von Vergesellschaftung. Weil, also Vergesellschaftung, da muss man auch immer wieder sagen, das ist schon was anderes als Enteignung oder aus Verstaatlichung. Dadurch, dass es muss immer aus drei Komponenten bestehen. Die erste ist diese Überführung von Privaten in öffentliches Eigentum. Das ist so quasi die Enteignungskomponente der Vergesellschaftung. Zweitens aber ist tatsächlich diese gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung dieses Eigentums. Und das bedeutet tatsächlich, dass diese Gewinn an so sehr Mieten oder aus Gesundheitssysteme tatsächlich nicht nur als Profit für Privatakteure dient, sondern es wird für ganze Gesellschaft benutzt. Und drittens, Vergesellschaftung beinhaltet auch demokratische Verwaltung des Wohnraums oder auch jegliche andere Ressourcen, die vergesellschaftet werden. Und auch damit die demokratische Kontrolle des Managements. Und damit vermeiden wir Missmanagement.
wie damals Nachtzige mit Neue Heimat, aber auch wie heutzutage zum Beispiel mit Wirecard. Es ist, das ist ein prominentes Beispiel dafür, dass das Form von Privatunternehmen oder von Aktiengesellschaft gar nicht von Korruption oder Betrugsschutz, was von Korruption und Betrugsschutz ist eine demokratische Kontrolle. Und deswegen, dass Vergesellschaftung alle diese Elemente hat, deswegen ist das besonders wichtig. Und dass da einfach im Grundgesetz sitzt, das ist wunderbar. Also würde ich sagen, wenn jetzt Vergesellschaftung eine Schokolade wäre, da wäre so eine praktische Sorte, weil Vergesellschaftung ist gesetzmäßig, günstig und gut. Und für die Spekulanten natürlich zartbitter. Ja, die Frage war ja, ob Corona auch einen Richtungswechsel hervorrufen könnte. Also für den Immobilien- und Wohnbereich bin ich da doch ausgesprochen skeptisch, ehrlich gesagt, dass das funktionieren wird. Jedenfalls mit dem, was wir bislang von Seiten der Politik erlebt haben, ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Das müssen wir klar feststellen, weil was wird in solch einer schwierigen Situation, die gesamte Gesellschaft erfasst, eigentlich erwartet? Das ist die, dass die, die wenig haben und die große Schwierigkeiten haben, unterstützt werden. Und die, die viel haben und vermögend sind, diese Menschen unterstützen. Das wäre sozusagen eine faire Situation. Aber was macht die Bundesregierung? Sie sorgt dafür im Immobilienbereich, dass trotz angestiegener Immobiliengewinne und Erlöse aus Wohnen und Vermieten tatsächlich auch in dieser Krise sichergestellt wird, dass jeder Euro, der jetzt nicht gezahlt werden kann, in bestimmten Fristen nachgezahlt werden muss. Und das ohne, dass die, die ihr Immobilienvermögen in den letzten Jahren so massiv anheben konnten, auch nur im geringsten beteiligt werden an diesen schwierigen Situationen. Und das stelle ich mir als sozusagen solidarische Politik im Rahmen einer Krise eben nicht vor, sondern da muss auch ein deutliches Signal der Politik an die Menschen gehen, dass wir eine Gemeinschaft sind und in dieser Gemeinschaft müssen auch Leute füreinander einstehen und das sollten dann auch die tun, die ein großes Vermögen haben. Aber das wird eben in der Politik nicht umgesetzt. Der zweite Punkt ist, was brauchen wir dringend an öffentlichen Geldern in den nächsten Jahren? Wir haben riesige Investitionssummen im Rahmen der Krise durch die durch den Bund, Länder und Kommunen aufwenden müssen. Und wenn jetzt weniger wirtschaftliche Leistung erfolgt aufgrund der Krise, wird es auch weniger Steuereinnahmen haben. Das heißt, wir werden grundsätzlich große Probleme bekommen, unsere soziale Wohnraumversorgung beispielsweise zu finanzieren. Die Kommunen, die das unterstützen könnten, zum Beispiel durch städtische Wohnungsunternehmen, durch Projekte und ähnliches mehr, die werden in dramatische finanzielle Schwierigkeiten kommen. Und auch hier heißt es, könnte es heißen, wir machen einen Richtungswechsel. Wir sagen, wir brauchen bestimmte Besteuerungen, die dafür beitragen können, dass eben solche Projekte auch mehr laufen. Aber wer bitte nimmt in diesem Land im Moment das Wort Vermögensteuer in den Mund? Keiner. Also, ich meine, schon, ein paar schon. Aber die an den Schalthebeln der Macht sitzen, tun es nicht. Und wenn nicht in solchen Situationen, dann wann denn dann? Und ich meine, da muss man klar sehen, dass das wird aber auch mit dieser Bundesregierung nicht funktionieren. Da müssen wir uns einfach klar werden und da kann man nur hoffen, dass das nächste Jahr mehr Hoffnung in dieses Land bringt. Ja, die Frage war ja, wie man denn diese Gemeinwirtschaft durchsetzen kann. Also ich glaube, heute Nachmittag ist erstmal ein Anfang davon, nämlich voneinander erzählen aus den unterschiedlichen Sichtweisen der Bewegung, was für eine Chance Gemeinwirtschaft eigentlich haben kann, dass diese Spaltung zwischen, ach, die machen den Umweltschutz und die energetische Sanierung, was für Mieter erstmal ein Höllenwort ist, ja, sondern nein, die machen zusammen Gemeinwirtschaft.
Und dann ist es natürlich so, dass das in der politischen Debatte bei den Parteien in Berlin jetzt nicht das Megathema im Moment ist, sondern es ist ja noch immer ein Modus in der Politik, ich mache einen Reparaturmechanismus, also im Klimaschutz baue ich statt Kohlekraftwerke Windräder, im Bereich Mieten mache ich dann eben erhöhtes Wohngeld und so weiter und so fort. Und was ich damit durchweg organisiere, ist ja wieder staatliche Leistungen zu zahlen, zum Beispiel für die Windräder, Fördergelder oder beim Wohngeld sozusagen, diesen Finanzmarktkapitalismus auch noch staatlich zu finanzieren. Ja? Und diese Alternative, dass wir eine andere Wirtschaftsform haben, die sich davon abkoppelt, ich glaube, dass dieses muss man erstmal in die Köpfe bringen. Tatsächlich ist es eine starke Chance. Ich will mal ein Beispiel aus dem Umwelt- und Naturschutz nennen. Wir haben im Jahr 2000, ist im April 2000 das Erneuerbare Energiengesetz gestartet. Das war nicht der Finanzmarktkapitalismus, der dafür gesorgt hat, dass heute 45% des Stromverbrauchs in Deutschland durch erneuerbare Energien erzeugt wird, sondern das waren Energiegenossenschaften, gemeinnützige GmbHs, Nachbarn, Bürgerschaften, Pioniere, die das gemacht haben. Noch immer ist ein Großteil der Anlagen in Bürgerhand. Das ist für uns ein Feld von Gemeinwirtschaft. Das wurde in den letzten Jahren immer stärker reglementiert durch Bürokratie, durch Genehmigungsverfahren, durch Ausschreibeverfahren. Es ist immer schwerer, das zu machen. Wir werben zum Beispiel beim Ausbau der erneuerbaren Energien auch dafür, das neu zu denken, einen neuen Boom auszulösen für so eine gemeinwirtschaftliche Umstellung unserer Energiewirtschaft im Sinne von Menschen, dass Menschen wieder aus Strom und Sonne, aus Wind und Sonne selber Geld verdienen können. Das ist ja so, dass wenn ich das heute tun wollte, dann müsste ich das bei RWE oder bei irgendeinem Stromerzeuger beantragen. Der schlägt die Preise auf, transportiert den Strom eigentlich auch nur weiter von meiner Nachbarschaft. Und die Idee ist, zum Beispiel erneuerbaren Strom zu teilen unter Menschen in der Nachbarschaft. Als wenn ich meine Äpfel teile, da gehe ich auch in den Garten und bezahle keine Abgabe an RWE, wenn ich mit dem Nachbarn mein Obst teile. Und das sind Ideen für eine Gemeinwirtschaft, die tatsächlich sich abkoppeln können von Finanzmarktkapitalismus, die Wertschöpfung, Erträge für Menschen in den Städten als Mieter und Mieterinnen und aber auch im ländlichen Raum bringen können, sich unabhängig zu machen. Und ich glaube, wenn ich durch die Landschaft gehe, Menschen mit diskutiere, viele Menschen haben ein Bedürfnis nach einer anderen Wirtschaft. Bertelsmann Stiftung sagt, 90% der Deutschen glauben eigentlich, dass es eine andere, gerechtere Form von Wirtschaft geben müsste, die den Umwelt- und Naturschutz besser beachtet. Und überall kommt man auf die, ja, und wie geht das denn? So geht es, was wir heute Abend hier diskutieren, davon muss man erzählen und damit muss man, und das ist gerade eine spannende gesellschaftliche Situation, nächstes Jahr im Herbst ist Bundestagswahl, wir haben uns heute als BND mit unseren Landesverbänden fit gemacht, dass wir diese Frage zur Bundestagswahl stellen werden. Wie geht Gemeinwirtschaft, wie ist ein anderes Wirtschaften ohne eine Zerstörung unseres Planeten und ein dauerndes Wirtschaftswachstum eigentlich möglich? Ja, die Frage war, welche Chancen bietet Corona, damit was besser wird? Also an sich keine. Also durch Corona wird nichts besser, wird alles nur schlechter, ist doch klar. Also es gibt zwei ja, eher verstörende und traurige Momente, die dafür vielleicht sorgen könnten, dass mittelfristig was besser wird. Erstens, in Corona hat sich, glaube ich, deutlicher und für alle so deutlich wie noch nie gezeigt, wie schwach unser soziales System ausgebildet ist. Wie wenig Erzieherinnen wir haben, wie groß die Gruppen sind, dass wir, was Lehrer und Lehrerinnen anbelangt, völlig unterbesetzt sind. Es hat sich gezeigt, dass unsere Schulen wirklich denkbar schlecht ausgestattet sind, sobald die mal ein bisschen digital arbeiten sollen, dass das Personal auch gar nicht entsprechend ausgebildet ist. Das ist ein Privatvergnügen von Lehrern, wenn sie sich für Computer interessieren. Aber wenn man Germanistik studiert, braucht man nicht mit dem Computer umgehen können, erstmal. Das hat sich alles gezeigt. Es hat sich gezeigt, dass ein neoliberales Gesundheitssystem mit seinen Fallpauschalen, das völlig auf Profit getrimmt ist, nicht in der Lage ist, im Zweifelsfalle Versorgung vorzuhalten. Also die Wartezimmer bei den Ärzten, die waren brechenvoll. Menschen trauten sich da schon gar nicht mehr hin und keiner wusste, wie er damit umgehen soll. Das hat natürlich was damit zu tun mit Wirtschaft. Das ist das eine. Es haben mehr Menschen erkannt,
wo es hakt. Das hatten sie hier in Berlin gerade am Wohnungsmarkt schon länger erkannt und immer mehr Menschen. Aber jetzt ist das in anderen Sektoren umgeschlagen, auch in die Pflege und anderes. Das ist das eine, was möglicherweise eine Chance beinhalten könnte, dass die Menschen was draus machen. Aber Fortschritt, sozialer Fortschritt musste in der Geschichte immer erkämpft werden. Also da wird einem gar nichts geschenkt. Da ist auch keiner, der am Reißbrett sagt, es wäre doch eigentlich... Also es ist ja nicht so, dass irgendwie Politiker und Beamte zusammensitzen und sagen, oh, wäre doch eigentlich vernünftig, wenn es keine Armut gäbe. Dann schaffen wir die doch ab. Nö, so passiert das ja nun nicht. Das heißt, wir müssen kämpfen. Und der Kampf wird im nächsten Jahr, also ein Verteilungskampf werden wir nach der letzten Krise 2008, 2009 wirklich dagegen harmlos war. Es wird um ganz andere Summen gehen. Schon jetzt laufen sich diverse Politiker warm oder auch heiß und reden schon wieder von Sparprogrammen im Sozialen, die unbedingt aufgelegt werden müssen im nächsten Jahr. Und wir wissen auch, was ja bei der letzten Krise passiert ist. Wir hatten für 50 Milliarden Konjunkturprogramm aufgelegt. 50 Milliarden, darüber schmunzeln wir heute. Damals haben wir gedacht, das sei viel Geld. Heute wissen wir, es ist überhaupt nicht viel Geld. Heute haben wir es wesentlich mehr ausgegeben worden. Die Verschuldungszahl ist von 60 wieder auf 80% hochgeschoben worden. Das wird Verteilungskämpfe, unheimliche Verteilungskämpfe auslösen. Im nächsten Jahr wird die Krise erst, die Corona-Krise als soziale Krise kommen. Ist ja noch gar nicht. Irgendwann läuft Kurzarbeit aus. Und dann werden wir feststellen, wie viele Arbeitslose wir haben. Irgendwann laufen die ganzen Schutzmaßnahmen vor Insolvenzen aus. Dann werden wir sehen, welche kleinen Selbstständigen alles pleite gegangen sind. Und im nächsten Jahr werden die Gemeinden auch feststellen, wie viel Steuer ihnen fehlen. Als Sozialverbände kriegen wir jetzt schon mit und nehmen wir wahr, wie unsere Verträge zum Teil gekündigt werden, vor allem in Süddeutschland. Also Erziehungsberatungsstellen, Frauenhäuser und andere, so eine freiwillige Leistung wird jetzt schon gekündigt, weil man im nächsten Jahr nicht die Finanzverpflichtung haben will als Kommune. Das wird ein Hauen und Stechen werden. Machen wir uns nichts vor. Aber in diesem Hauen und Stechen, wenn wir zusammenhalten, Umwelt, Wohnungsmarkt, Arbeitnehmerinteressen, Soziales, und ich will auch, wer heute nicht hier ist, auch wer zwingend für mich da reingehört, ist die Kultur. Also das haben wir auch in Corona erkannt. Kultur ist nicht eine Schönwetterveranstaltung, der Mensch braucht Kultur. Und erst Kultur macht Leben lebenswert und macht eine Kommune schön. Also nur Erziehungsberatung und nur Pflegeheime, also beim besten Willen, das kann eine Kommune nicht sein. Also und deswegen zwingend nicht auseinander dividieren lassen, gemeinsam reingehen in diese Kämpfe, die da laufen werden und für zwei Dinge kämpfen. Das eine, und dafür sind wir heute auch hier, ein neues Wirtschaften als Grundlage eines besseren Wirtschaften. Ein Wirtschaften, was Schluss macht mit Mythen des Neoliberalismus, das nämlich nur Gewinn Innovation schafft, was falsch ist. Und ein zweites ist genauso schlimm und falsch. Diese Ideologie, dass nur Wettbewerb nach vorne führt, ist völliger Nonsens. Ich kann es nicht mehr hören mit diesem Wettbewerb, dieses permanente Gegeneinander. Warum soll das nach vorne führen? Was soll daran gut sein, wenn ich andere, die meine Partner sein könnten, als Gegner betrachte und sehe, dass ich sie nach Möglichkeit aus dem Markt schlage? Wenn wir wirklich der Gewinnorientierung, dem Gemeinnutz entgegensetzen, wenn wir dem goldenen Kalb dem Menschen entgegensetzen und wenn wir diesem blinden Wettbewerb Kooperation entgegensetzen, Zusammenarbeit, Miteinander, sowohl in der Erstellung von Gütern und Dienstleistungen als auch im politischen Kampf, dann haben wir, glaube ich, im nächsten Jahr zumindest eine Chance. Die Chance ist dann da, aber die müssen wir nutzen. Vielleicht noch eine letzte Frage von mir, bevor ich dann auch gleich an euch die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen. Nochmal konkret zu dem Volksbegehren, weil, Herr Schneider, Sie haben gerade schon gesagt, die Kämpfe werden eigentlich sogar noch schwieriger. Ist denn jetzt das Volksbegehren, wenn es denn kommt, zum gleichen Zeitpunkt vielleicht ja sogar wie die Abgeordnetenhauswahl, ist das denn so ein Katalysationspunkt? Ist das der Weg zu gehen, Leute zu mobilisieren anhand dieser Frage? Kann es das sein? Also kann dieses Volksbegehren zumindest in Berlin ein Leuchtturm sein,
genau diese grundsätzlichen Fragen auch daran zu diskutieren und auch zu sehen, welche Gegner man da hat, welche Lobbyisten man gegen sich hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mal beobachtet, die Aktie der Deutsche Wohnen geht immer, bewegt sich immer sehr schön mit den Mobilisierungen und mit den Entscheidungen auch mit. Also man sieht ja, dass die Investoren auch reagieren und so weiter, dass das also mehr noch bedeutet, als quasi nur die Stimme abzugeben an dem Tag, sondern es bedeutet ja viel mehr. Ist das so ein Punkt, wo wir hin mobilisieren sollten? Wer mag zuerst? Fangfrage. Ja, Fangfrage. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich wollte sagen, das ist natürlich ein Weg, Menschen zu, also diese Unterschriftensammlungen sind ein Weg, Menschen zu mobilisieren. Denn nur wenn wir miteinander reden, wenn wir direkt auf den Einzelnen zugehen und sagen, das ist jetzt nicht dein persönlicher Fehler, dass du deine Miete nicht so richtig zahlen kannst und finanzielle Schwierigkeiten hast, sondern es ist das System, es ist die Immobilienwirtschaft, die dich dahin treibt. Also indem wir sozusagen politische Aufklärung betreiben und auch indem wir Menschen politisieren, also dass Politik wieder auch zum Selbstzweck wird. Ich finde das enorm wichtig. Wir erleben das bei Verdi. In dem Moment, wo wir anfangen, mit den Menschen zu reden, wie sieht es aus bei dir am Arbeitsplatz? Was machst du? Was hast du für Themen? In diesem Moment fangen an, Menschen sich zu bewegen. Sie können lernen, sich für ihre Interessen einzusetzen. Und ich denke, das sind die Grundlagen für eine Demokratie. Und die wollen wir auf jeden Fall unterstützen. Und dazu gehört übrigens auch eine gute öffentliche Daseinsvorsorge. Natürlich auch für uns als Verdi, eine Rekommunalisierung, ein schwieriges Wort, auf den verschiedensten Ebenen, weil das ist wichtig, das brauchen Menschen, um ein gutes Leben zu haben und das ist das, was wir alle wollen und ich denke, fangen wir an, indem wir wirklich reden über diese Themen und gerade über die Mietthemen, Wohnungsthemen. Das ist die kleine Tochter der Kollegin, deshalb gucke ich da immer wieder hin, weil sie so laut ist und also ich bin nicht abgelenkt, das ist einfach so. Ja, also reden wir einfach miteinander, versuchen wir das anzugehen und ich denke, dass das parallel läuft, kann ja auch eine Chance sein, Menschen auch wieder in ganz andere demokratische Ideen reinzubringen und sie zu interessieren und auch wieder so ein politisches Feuer anzuzünden. Also ich halte das Volksbegehren, speziell dieses Volksbegehren, sollte es im nächsten Jahr kommen, für immens wichtig. Deshalb, weil wir diese Bundestagswahl in einem ganz neuen Setting haben. Wir haben zum ersten Mal Rechtsradikale im Parlament. Wir haben wirklich Leute im Parlament, die sind nicht frei vom faschistischen Gedanken. Das sind auch Rassisten, die da rumsitzen. Die sind zum ersten Mal im Bundesparlament. Die werden diesen Wahlkampf sehr aktiv bestreiten. Und wenn unsere Bundesregierung, unsere Politik versagen sollte im nächsten Jahr, wenn es darum geht, die Corona-Folgen irgendwie zu meistern, wenn sie nicht in der Lage sein sollten, Menschen Sicherheit zu geben, wenn sie nicht in der Lage sein sollten, Menschen das Gefühl zu geben, das berechtigte Gefühl zu geben, wir verstehen euch und wir tun was für euch, wir wollen diese Gesellschaft zusammenhalten, dann machen diesen Rechtsradikalen noch viel einfacher. Und in dem Moment sind, glaube ich, solche Volksbegehren, die da zwei Dinge tun. Einmal nämlich so inhaltlich, wie dieses Volksbegehren aufstellt, zu sagen, radikal nein und radikal anders. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Menschen. Dass auch dieses möglich ist, dass man nicht nur permanent in Trippelschritten irgendwie versucht, ja so Kleinigkeiten zu regeln und viele haben schon längst aufgegeben, daran zu glauben, dass das wirklich was in ihrer Situation ändert, sondern dass Menschen sich zusammentun, aufbrechen und sagen, nein, wir wollen den ganz anderen Weg und wir wollen, dass die Bürger darüber entscheiden. Das ist, glaube ich, in dieser Situation, in die wir gerade reinschlittern, ungeheuer wichtig psychologisch für die Menschen und für diese Gesellschaft. Deswegen, glaube ich, kann dieses Volksbegehren und andere Volksbegehren könnten es auch, die ähnlich gelagert sind, wirklich ein gutes Instrument sein, auch im Kampf gegen rechts, den wir in Deutschland führen müssen. Hallo, jetzt? Doch, ein bisschen was noch drauf. Okay, ich wollte an das anknüpfen, was Ulrich Schneider eben gesagt hat bezüglich der Verteilungskämpfe. Wir haben ein Volksbegehren vorliegen, was natürlich mit Geldausgaben verbunden sein wird. Und deswegen machen wir uns auch nichts vor. Also trotz aller Mobilisierung, die das
unterstützen wird, werden wir auch einen extrem heftigen Gegenwind bekommen. Einen extrem heftigen Gegenwind, der sagt, irgendwie das Geld, was für den Erwerb von Wohnungen, nicht von Neubauten, sondern von Wohnungen, ausgegeben wird, ist nicht effektiv genug eingesetzt. Das wird ein Gegenargument sein, weil wir ja diese Kosten haben. Dass das eine langfristige Investition ist, wird gerade in so einer Situation leider wahrscheinlich irgendwie in den Hintergrund geraten. Wir müssen damit rechnen und uns darauf vorbereiten in der Diskussion, dass dieser Verteilungskampf ein sehr schwieriges Thema wird. Die Konservativen werden dagegen mobilisieren, mit ziemlicher Sicherheit, bis hin zu diesen verfassungsrechtlichen Auseinandersetzungen, die wir jetzt schon mit dem Mietendeckel bekommen. Und die Rahmenbedingungen sind ja auch nicht einfacher geworden mit dem Mietendeckel, der ja schon eine gewisse Hilfe, was die Mietbelastung betrifft, ja tatsächlich sicherlich auch weitere rechtliche Implikationen für das Volksbegehren haben wird oder für die Umsetzung nachher. Also, es wird schwierig werden und es wird auch langfristig werden. Aber wenn wir bis zu den Bundestagswahlen was machen wollen, dann finde ich, ist tatsächlich dieser heutige Nachmittag, also auch aus meiner Erkenntnis heraus, dass Pariteta, dass Umweltorganisationen, so ab und an wir schon miteinander zusammengearbeitet haben, als gemeinsame Stärke möglicherweise doch etwas in diesem Land unabhängig von der Parteienlandschaft tatsächlich auch bewegen können. Wenn uns das gelingt, dass wir diese drei Bereiche, Soziales, Umwelt und Wohnen, tatsächlich als eine wirkliche gemeinsame Aktivität im Bundestagswahlkampf werden nach außen bringen können, dann haben wir vielleicht auch Chancen, weil es sind die Dinge, die die Menschen bewegen. Es ist uns noch nicht so richtig gelungen, das in alle Köpfe reinzubringen. Aber ich glaube, das sind die Ansätze, die gerade in dieser Gemeinsamkeit noch mehr getragen werden müssen. Und insofern macht mich heute der Nachmittag wirklich optimistisch, weil ich auch zu Anfang gedacht habe, mit dem BUND, Moment mal, was ist das mit der Gemeinwirtschaft? Aber jetzt heute merke ich, wir haben so viel an der Stelle miteinander zu tun und es sind dieselben Probleme. Und ich glaube, wenn wir das optimistisch herangehen und tatsächlich auch klar den Finger in die Wunde legen, dann haben wir vielleicht doch Chancen. Ja, ich teile auch diesen Optimismus und es wird aber hart. Also es wird die Lobbyisten, die werden das ganze Kapital und alle Kräfte mobilisieren, und gegen uns zu gehen. Und deswegen finde ich auch, wenn wir zusammen als Bündnispartner auch zusammen auch Unterschriften sammeln zum Beispiel, das macht schon einen riesen Unterschied. Also das ist alles möglich, das ist rechtlich möglich, das ist politisch möglich, das ist aber nicht möglich, wenn man mit Zynismus angeht. Und das Volksbegehren ist ein gutes Weg, diese zynische Anstellung von vielen Parteipolitikern umzugehen, die schon lange nicht mehr geglaubt hat, dass sowas wie Gemeinwirtschaft möglich ist. Und das Artikel 15 ist tatsächlich auch ein Beweis, weil damals, als er geschrieben war, da hat SPD dafür gekämpft, da war CDU auch mit dabei, alle fanden Vergesellschaftung eine vernünftige Idee. Und dass er da steht, das zeigt uns auch, wie die politische Landschaft sich nach rechts oder zu Neoliberalismus verschoben hat. Und wie sollen das tatsächlich jetzt nutzen und wieder andere Richtung zu gehen? Gut, ich weiß, aber wir müssen nämlich ganz dringend hier pünktlich raus. Ja, aber wir müssen das Kino hier gleich räumen. Das ist, da ist schon die nächste Veranstaltung. Es tut mir leid. Die letzte Runde, das war eine sehr konkrete Frage. Was würden Sie alle jetzt konkret tun? Was ist die strategische Ausrichtung eventuell auch? Wie gehen Sie dann hier heute Abend raus? Na, ich glaube, wir hatten heute einen ersten Austausch zu dieser Frage. Wie kann eine Gemeinwirtschaft aussehen? Wir haben heute keine Bündnisveranstaltung, sondern wir haben erkannt, dass wir gemeinsame Interessen haben. Und ich glaube tatsächlich, dass man jetzt gucken muss, was bedeutet das? Ich habe ja schon gesagt, wir als BUND sind ja auch auf der Suche nach Kooperationspartnern für so einen gesellschaftlichen Aufbruch. Die Kooperation mit dem Paritäter ist daraus entstanden. Jetzt hier haben wir gemerkt, ja, da stimmt was und da kann man was zusammen machen. Das muss man jetzt, glaube ich, weiterentwickeln und gucken, wie führt das denn
sozusagen einerseits, wie füllen wir diese Idee von einer Gemeinwirtschaft? Was ist dieses, auch der ökologische Teil bei dieser Vergesellschaftung der Deutschen Bohnen und bei anderen Konzernen? Was hat das für eine Perspektive? Und ich glaube, wenn man das füllen kann, wie sozusagen das Interesse, die in dieser aus der Mieterperspektive, aber auch aus einer ökologischen, aus einer Klimaschutzperspektive zusammenbringt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da was zusammenwächst, was heute so erstmal in den Köpfen entstanden ist. Ja, was wir konkret machen, seit 4 Wochen, wir bereiten uns strategisch auf 2021 vor. Unser Schwerpunkt im Moment, neben den verschiedenen Themen, die man da bewegen kann und muss, unter anderem auch eben gerade den Bereich der Ökologie, ist für uns im Moment die Verteilungsfrage. Wir sind, und das ist ein sehr mühseliger Prozess, wir sind im Moment dabei, in der Tat zu schauen, mit wem kriegen wir in 2021 ein Bündnis hin, was sich auch klar positioniert. Also ein Bündnis hinzukriegen, was wachsweich formuliert, ist überhaupt kein Problem. Also überhaupt nicht. Deswegen bin ich auch immer eher dafür, dass man, so sind wir auch vorgegangen, dass man erstmal was aufschreibt und dann fragt, wer will mitmachen. Aber wenn man nämlich hingeht und erstmal alle zusammenholt, von denen man glaubt, die sind guten Willens, dann kommt da meist also hier was raus, da kann man auch einen Pudding an der Wand nageln. Und das kostet alles halt sehr viel Energie. Wir sind also im Moment dabei zu schauen, mit wem kriegen wir für 2021 im Bundestagswahlkampf ein wirkliches Bündnis hin, dass es vom Markt die Punkte umsteuern im Sinne von, du hast vorhin schon genannt, Vermögensteuer reaktivieren, Erbschaftssteuer endlich zur Erbschaftssteuer zu machen, über die Einkommensteuer zu sprechen, Transaktionssteuer neu auf die Tagesordnung zu setzen. Mit welchen Partnern im Bund jetzt, wir sind ein Bundesverband, kriegen wir das hin, diese Dinge in 2021 zu bewegen. Was ich von heute Abend mitnehme, ist, dass offensichtlich eine Chance da ist, dass man auch den Punkt Gemeinnützigkeit und Gemeinwirtschaft bewegen können wird. Das habe ich heute Abend gelernt. Normalerweise, das ist auch nicht einfach. Also gerade Wohngemeinnützigkeit, machen wir uns nichts vor, da sind die Gewerkschaften gebrannte Kinder. Also man kann nicht mit allen Gewerkschaftern sehr unvoreingenommen über dieses Thema, dann heißt das immer, oh, dann reden wir alle über neue Heimat und wie stehen wir dann wieder da. Und das ist nicht einfach, also, aber es geht. Aber ich denke, wenn man da, also ich nehme auch mit, genauso wie du, dass wir schauen sollten, neben der ganzen Verteilungsfrage, die für eine Grundlage darstellt, für eine sozial-ökologische Wende, weil das kriegt man nur halbwegs gerecht und gut hin, wenn man umverteilt, das eint uns auch, und wenn man Bürger mit einbezieht, das ist das Zweite, was uns eint, und vielleicht sollte man diesen zweiten Aspekt, nämlich Dienstleistung und Produktion, sei es im sozialen, Wohnungen oder Umwelt, wirklich in Bürgerhand zu geben und machen zu lassen. Vielleicht sollten wir den auch schauen, ob wir den in Richtung 2021 dann stärker bewegen können. Aber richtig aktiv, auch die Frage, was macht ihr konkret, nach außen hin sichtbar, wird das Ganze erst 2021 werden. Im Moment laufen Vorbereitungen, sowas ist sehr arbeitsintensiv. Ich antworte jetzt gleich mal auf dich. Das habe ich dir vorhin ja schon gesagt. Als das mit der neuen Heimat war, war ich in der ersten Klasse. Also du kannst mit mir drüber reden, aber gerne bei einem Glas Bier. Jetzt noch mal zu dem, was Verdi macht, was Verdi aktiv machen will in Hinblick auf den Volksentscheid. Ich möchte noch mal auf unsere Broschüre hinweisen, die wir zu dem Thema Aufbruch in eine neue Wohnungspolitik aufgelegt haben. Die heißt Gut arbeiten und leben. Also schaut euch die an, da steht eigentlich drin, was wir als Bundes-Verdi machen. Hier für den Landesbezirk Berlin-Brandenburg haben wir einen ganz klaren Auftrag. Wir haben auf der einen Seite die Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft, die genau von Outsourcing betroffen sind, die von Mindestlohn betroffen sind, diese Beschäftigten zu organisieren. Und auf der anderen Seite haben wir den konkreten Auftrag per Beschluss, den habe ich jetzt mir nämlich gerade nochmal angeguckt, ganz genau Presseerklärungen abzugeben. Wir haben den Auftrag, die Unterschriftensammlung mit zu unterstützen.
unterstützen und in Betriebsgruppen und Gremien genau die Idee des Volksentscheides mit weiterzutragen. Das ist das, was Verdi macht. Und ich freue mich drauf, das zu tun und als stellvertretende Landesleitung in Verdi genau dieses in unsere Mitgliedschaft reinzutragen, denn es ist ein Beschluss und Beschlüsse setzen wir um. Ja, ich denke, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was in Berlin passieren soll. Wir haben ja auch Abgeordnetenhauswahlen, aber da wird das sicherlich auch nochmal politisiert werden. Auf der anderen Seite, was machen wir im Bund, um im Bundestag da zu anderen Situationen zu kommen? Ergänzend zu dem, was an Vorschlägen schon gemacht wurde, wollte ich darauf hinweisen, dass es schon ein Bündnis gibt, ein Wohnbündnis, das heißt Wohnen ist Menschenrecht. Das hat mit diesem alternativen Wohngipfel begonnen 2018 und arbeitet jetzt dann ein bisschen mehr im Stillen fort. Und ich denke, dass wir da natürlich vorbereiten und ich hoffe auch, dass wir mit dem Paritäter, mit dem BUND, wenn wir das Thema Gemeinwirtschaft als Schnittstelle sozusagen haben, da vielleicht auch zu gemeinsamen Aktivitäten kommen können, um das Thema nochmal zu fokussieren. Also ich glaube, das ist wirklich eine gute Schnittstelle, weil die Frage ist, wie können wir anders wirtschaften und wie können wir so wirtschaften, dass die Menschen, und zwar alle Menschen, davon profitieren können. Also das wäre, glaube ich, eine Frage, wenn wir die in den Vordergrund stellen können, dann gelingt uns das sicherlich auch, die Breite der Bewegung zu erhöhen. Auf der anderen Seite in Berlin, natürlich wird das Volksbegehren eine wichtige Rolle spielen, gar keine Frage, das unterstützen wir auch, aber es reicht auch nicht allein auf diese Frage der Vergesellschaftung des Wohnungsbestandes von den großen Wohnungsunternehmen zu setzen, weil es geht auch darum, zum Beispiel Gemeinwirtschaft im Wohnungsneubau zu machen. Ein totales Versagen. Die Zeitungen schreiben manchmal zu Recht, es wurde viel Wohnungen gebaut in der letzten Zeit, aber für wen? Im bestimmten Sinne am Bedarf vorbei. Und dagegen brauchen wir auch ein Konzept für gemeinwirtschaftlichen Neubau. Und dafür gibt es noch so gar keine Idee. Florian Schmidt in Friedrichshain-Kreuzberg, der Stadtrat, hat ja vorgeschlagen, dass wir 50% gemeinwirtschaftliche Wohnungsversorgung haben. Das ist so ein langer Weg. Machen wir uns auf und wir werden das zum einen im Bestand mit dem Volksbegehren machen, aber wir brauchen das auch als Initiative für die Neubauten. Und da ist sehr, sehr viel zu tun. Nach seinen Berechnungen bräuchten wir im Neubau 70% aller Wohnungen im Neubau gemeinwohlorientiert. Und jetzt sind wir vielleicht bei 5%. Also ihr merkt, da ist eine riesige Aufgabe noch vor uns und das werden wir alleine auch als Mieterverein mit den Initiativen nicht schaffen. Da brauchen wir den Schulterschluss zu den Gewerkschaften, zu Sozialorganisationen und dann könnte es überhaupt nur klappen. Danke. Vielen Dank auch für diese Bereitschaft mitzumachen und ich werde jetzt auch zum Schluss ganz konkret sagen, was man schon jetzt machen kann, weil das ist tatsächlich ein historischer Moment. Nach Donnerstag, die zweite Phase der Unterschriften sammeln kommt bald. Wir müssen 180.000 Unterschriften sammeln. Das ist tatsächlich sehr, sehr viel. Wir können das schaffen, aber nur, wenn wir alle mitmachen. Also es gibt da vorne einen Infostand, da kann man sofort sich anmelden für Mitmachen oder auch Geld für die Kampagne spenden. Und innerhalb der Kampagne, es gibt auch verschiedene Art und Weisen, sich zu engagieren. Wir haben verschiedene AGs, es gibt so Aktions-AG, neulich auch Kunst- und Kultur-AG, also für die Leute aus Kulturbereich, die auch mitmachen wollen. Natürlich auch Sammel-AG und viele anderen. Also man kann sofort da am Infotisch sich für die Mailingliste anmelden und vielleicht sogar tatsächlich eine Sammelgruppe im Kiez starten. Und jetzt am Dienstag, 22.09. um 19 Uhr, gibt es auch eine Zoom-Veranstaltung für die neue Aktivistinnen, die mitmachen wollen. Man kann sich da auch am Infotisch anmelden oder über mitmachen@dw-enteignen.de. Das ist alles auch auf unserer Webseite zu finden und am Infotisch, da gibt es auch die Vergesellschaftungsbroschüre, Stickers, Posters und andere Materialien. Also, sodass wir das alles zusammen machen und wir bleiben alle. Danke. Ja, genau. Darauf wollte ich auch nochmal hinweisen. Ihr könnt euch auf jeden Fall die Broschüre mitnehmen. Wie gesagt, geht alle ganz
ganz gesittet hier raus, denn es gibt nämlich noch ein Folgeprogramm. Es ist ja der ganze Tag der Enteignung, nicht nur die Veranstaltung hier heute. Heute Vormittag gab es schon ein Organizing-Workshop und jetzt gleich gibt es noch eine Demo in Charlottenburg, wo man gemeinsam hier hinfahren kann. Also ihr könnt einfach hier rausgehen und dann wird gemeinsam zu der Demo Wer hat, der gibt. Toller Titel. Könnt ihr noch gemeinsam mit hinfahren. Und hier findet dann nämlich gleich noch um 19.30 Uhr der Film statt, Der letzte Mieter. Aber dafür müssen hier alle nochmal aufgeräumt werden, alles desinfiziert werden und dann kann man erst wieder zurück. Deswegen bitten wir euch tatsächlich gleich, dieses Kino zu verlassen, tatsächlich ganz rauszugehen, damit das hier veranstaltet werden kann. Geht nochmal zu dem Infotisch für die Broschüre. Da liegt auch unser Magazin, um noch kurz Schleichwerbung am Ende zu machen. Da geht es einmal um die Apokalypse und um die Utopie, also Gemeinwirtschaft oder Sozialismus, wie wir es nennen. Und ja, ihr könnt euch das gerne mitnehmen. Und ich freue mich drauf und danke mich bei euch allen, dass ihr hierher gekommen seid unter den Bedingungen. Danke an AlexTV für die Übertragung. Das könnt ihr euch alles so im Nachhinein auch nochmal anhören, wenn ihr möchtet. Und an alle anderen Beteiligten natürlich an Deutsche Wohnen und Co. Enteignen für die Organisation und diese Veranstaltung. Und natürlich an euch alle. Organe wieder. Und da kann sich jetzt die Grundsatzbeschlüsse reinbringen. Das ist gemein, 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 gemein.